Wirklich, Craig, weißt du denn nicht, worum es geht? Ich werde von einer Verschwörung aller Massenmedien bedroht oder aber von anderen Dingen. Ich weiß es nicht. Und du warst der Einzige, mit dem es mir gelang, menschliche Programme zu hören. Überall, wo ich eingeladen war in den letzten Monaten, wechselte das Programm auf Wiederholungssendungen mit einfältigen Sätzen. Der Roman Melville oder das verfügbare Gedächtnis erzählt von Melville Given, der in einer Energiehandelsfirma in Chicago mit Greg Leary das Büro teilt. Melville forscht über digitale Lichtwellenleiter, während der Ölhändler Greg noch in unübersichtlichen Aktenbergen wühlt. In den Arbeitspausen entwickeln sich zwischen den beiden lebhafte Gespräche über Mensch und Maschine, Fehler und Zufall, über jene Bruchstellen also, an der sich Zuversicht und Angst, Hoffnung und Paranoia kristallisieren. Nebenher experimentiert Melville mit mysteriösen Zigaretten, die beim Rauchen optische und psychische Farbillusionen erzeugen, worüber ihm selbst vor dem TV das Farbsehen abhanden kommt. Das Bild wird flach und grau. Was aber hat das alles mit dem seltsamen chinesischen Märchen zu tun, das Melville auf einem Flug nach Hause einmal erzählt bekam? Gabriela Muris Roman situiert sich an der epochalen Schnittstelle von Analog und Digital, Papierarchiv und Google Search. Die subtil ausgelegten Erzählfäden werden darin zu einem dichten Netz aus Themen, Verweisen und Motiven verwoben, in dem sich der Titelheld mehr und mehr verheddert. Der Roman, der anfangs der 2000er Jahre spielt, erinnert an die frühen Bücher von Don DeLillo, allem voran an «Weißes Rauschen» von 1984. Wie dieses bettet der Melville-Roman Seltsamkeiten und Alltägliches in eine total orchestrierte Prosa ein, die an der Textoberfläche unangestrengt und leicht klingt, doch unterschwellig voller Paranoia und Mysterien steckt, die sich wiederum munter verzweigen und das Kernthema, die Epochenschwelle, umspielen. Sie erzeugen einen Sog, in der sich die durchgetaktete Rationalität am diffusen, rätselhaften, unkalkulierbaren stößt. Während der Titelheld sich durch die Informationstechnologie zusehends bedroht fühlt, beargwöhnt Greg sie als faulen Zauber. Melville oder das verfügbare Gedächtnis ist ein erfrischendes, präzis erzähltes Buch, das etwas großzügig Urbanes verströmt, wie es in der Schweizer Literatur äußerst selten ist. Channel 2 now concludes its broadcast day. Good night.